Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Silent Hill 2. Und genau, liebe Leute, ja, wir waren beim letzten Mal, also ich nehme es direkt danach auf. Ich bin immer noch ein bisschen aufgelöst. Diese Penner hier, die haben Maria jetzt endgültig platt gemacht. Platt gemacht ist so hart. Gekillt. Und wir haben beim letzten Mal komische Radiotapes gehört von Mary, von unserer Frau, die verstorben ist. Haben Angela wieder gesehen, die aber auch depressiv ist und sich im Feuer versteckt. Und meine Güte, es passiert gerade sehr viel und ich würde sagen, wir setzen dieses rostfarbene Ei ein, was wir von der einen Pyramid-Head-Leiche bekommen haben. So, damit wir in die Tür kommen. So. Oh, es sind sogar... Okay. Kommt man jetzt auf der anderen Seite rein auch? Okay, das heißt, die müssen einfach für beide Türen gewesen sein. Okay. Was ist hier jetzt zu? Okay. Heißt, wir haben nur einen Weg nach draußen. Wir haben nur den Weg nach draußen. Keine Karte von diesem Gebiet. Ja, toll. Danke. Mary? Oh Gott. What do you want, James? I brought you some flowers. Flowers? I don't want any damn flowers. Just go home already. Mary, what are you saying? Look, I'm disgusting. I don't deserve flowers. Between the disease and the drugs, I look like a monster. Well, what are you looking at? Get the hell out of here! Leave me alone already! No use to anyone. I'll be dead soon anyway. Maybe today. Maybe tomorrow. It'd be easier if they'd just kill me. But I guess the hospital is making a nice profit off me. They want to keep me alive. Are you still here? I told you to go! Are you deaf? Don't come back! James, wait. Please don't go. Stay with me. Don't leave me alone. I didn't mean what I said. Please, James. Tell me I'll be okay. Tell me I'm not going to die. Ich bin einfach mal reingegangen. Ich hab was. Eieiei, Mensch. Wir haben schon wieder irgendwelche Storyfetzen von der Geschichte bekommen. Eieiei. Können wir nochmal rein? Ich kann jetzt nicht umkehren. Das ist der falsche Zeitpunkt, um wegzurennen. Okay. Das heißt, Mary und James haben sich wohl gestritten, weil, ja, keine Karte von diesem Gebiet. Boah, das Ganze ist ganz schön krass gerade, ne? Wir müssen ihr scheinbar hinterher. Aber ich weiß nicht, ob es hier wirklich zu Mary geht. Oder wo das Ganze hinführt. Jetzt geht's eine Treppe hoch, warte mal. Boah, dieses Spiel, ey. Diese Silent Hill-Reihe ist wirklich... Also nichts für schwache Nerven, ne? Kann man hier... Hier kann man auch. Aber hier geht's nicht weiter. Okay, das heißt... Dead End. Okay, wir müssen nach oben. Okay, Freunde. Wie gesagt, Freunde, Silent Hill ist wirklich nichts für schwache Nerven, ey. Meine Güte, was hier alles passiert. So ein geiles Spiel, wirklich, Freunde. Also, mir gefällt es wirklich sehr. Ich bin mal gespannt, was jetzt halt noch kommt, ne? Und vor allem, wie das Ende ist. Wir haben ja jetzt Maria endgültig verloren. Durch diese beiden blöden Pyramid-Heads. Und es gab keinen Speicherpunkt, ne? Bosskampf oder was? Es sieht so aus. Die Treppe ist weg. Es sieht so aus. Oh! Wer ist das denn? Ach! Mary?
When will you ever stop making that mistake? Mary's dead. You killed her. Maria? It's you. But I don't need you anymore. What? You must be joking. But I can be yours. I'll be here for you forever. And I'll never yell at you or make you feel bad. That's what you wanted. I'm different than Mary. How can you throw me away? I understand now. It's time to end this nightmare. No, I won't let you. You deserve to die too, James. Alter Schwede! Okay, was ist denn jetzt mit... Was geht denn hier jetzt schon wieder ab? Oh Mann! Schieß einfach drauf! Ich habe keine Ahnung, was das wieder darstellen soll. Eieieiei, die fliegt! Okay, schieß einfach weiter. Ich meine... Sie macht ja gar nichts. Okay. Sie macht ja gar nichts. Eie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 
You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. Waiting for you to come to see me. But you never do. And so I wait, wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know I've done a terrible thing to you. Something you'll never forgive me for. I wish I could change that. But I can't. I feel so pathetic and ugly laying here, waiting for you. Every day I stare up at the cracks in the ceiling, and all I can think about is how unfair it all is. The doctor came today. He told me I could go home for a short stay. It's not that I'm getting better. It's just that this may be my last chance. I think you know what I mean. Even so, I'm glad to be coming home. I've missed you terribly. But I'm afraid, James. I'm afraid you don't really want me to come home. Whenever you come see me, I can tell how hard it is on you. I don't know if you hate me or pity me. Or maybe I just disgust you. I'm sorry about that. When I first learned that I was going to die, I just didn't want to accept it. I was so angry all the time, and I struck out at everyone I loved most. Especially you, James. That's why I understand if you do hate me. But I want you to know this, James. I'll always love you. Even though our life together had to end like this, I still wouldn't trade it for the world. We had some wonderful years together. Well, this letter's gone on too long, so I'll say goodbye. I told the nurse to give this to you after I'm gone. That means that as you read this, I'm already dead. I can't tell you to remember me. But I can't bear for you to forget me. These last few years since I became ill, I am so sorry for what I did to you. Did to us. You've given me so much, and I haven't been able to return a single thing. That's why I want you to live for yourself now. Do what's best for you, James. James, you made me happy. Puh, ganz schön harter Tobak gerade. Hui. Okay.
Die beiden hatten scheinbar eine sehr toxische Beziehung am Ende. Aber trotzdem, ja, ich kann nichts gegen Liebe sagen. Ja, das war's tatsächlich schon. Oh, wie krass. Okay. Das ist, ja, überraschend. Ist ein bisschen laut tatsächlich, aber egal. Ja, Silent Hill 2, Freunde. Nächstes Projekt, was sich dem Ende zu... was der zu Ende ist. Meine Güte, das Ende, das war nochmal richtig, richtig spannend und geil gemacht. Muss ich ja ganz ehrlich mal so sagen. Und ja, wir haben ein bisschen mehr über die Beziehung erfahren zwischen den beiden. Und er und die kleine Laura haben sich scheinbar versöhnt. Das ist sehr gut, finde ich. Wie wir am Ende auf dem Friedhof da gesehen haben. Und, boah, ja, was kann man dazu sagen? Richtig geiles Spiel. Also hat mir wieder furchtbar Spaß gemacht. Und, ja, Silent Hill, also ich meine... Es ist eine geniale Spielserie, wirklich. Ich habe mich am Anfang nie da dran getraut. Aber jetzt bereue ich es mit keiner Minute, dass ich mich daran getraut habe. Und, ja, genau. Währenddessen sehen wir hier die Namen und, die Namen der Spielentwickler. Alle Mitwirkende. Und, ja, meine Güte, was macht jetzt James dann nach der ganzen Sache? Also, schwierig, schwierig. Aber ich muss ehrlich sagen, der erste Teil war irgendwie noch gruseliger. Also klar, der zweite ist auch heftig gewesen. Aber ich finde persönlicherweise, dass der erste Teil noch gruseliger war. Und wir hatten am Ende ja wirklich hunderte Schuss Munition. Ne? Also, kam mir ein bisschen leichter vor tatsächlich oder auch ein bisschen kürzer. Aber hey, es ist immer noch ein Silent Hill und mein Gott, die Spielserie hat es wirklich in sich und die Charaktere, die wir auch hier wieder kennengelernt haben, der Eddie, den wir da sehen, kleine Laura, die Maria, Angela, also das ist wirklich, wirklich sehr gut gemachte Charaktere und ja, ich bin gespannt, also Nachfolgeprojekt jetzt, bin ich mir noch nicht mal so sicher, was danach kommt. Vielleicht Silent Hill 3. Müsste ich aber gucken, ob ich das auf meinen Rechner kriege, beziehungsweise wie man das spielen kann. Ob es das überhaupt für einen PC gibt. Muss ich gucken. Ansonsten lasst euch einfach überraschen, was das nächste Projekt gibt. Ja, also, wie gesagt, damit hätte ich jetzt auch nie gerechnet, dass das Spiel so schnell rumgeht. Jetzt. Na klar, es war irgendwie klar, dass wenn wir Mary sehen, dass es dann aufs Finale zugeht, aber nicht so schnell. Ich hätte jetzt noch mit 2 Wochen gerechnet, deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen überrumpelt. Aber hey, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Wirklich, und sie sieht doch ganz nett aus. Warum habt ihr euch so oft gestritten, James? Mensch. 1999, 2001, Konami Computer Entertainment, Tokio. Ja, ein sehr gutes Spielestudio, muss man wirklich sagen. Und, ja, bin ich jetzt gespannt, was jetzt noch kommt. Ja. Wahrscheinlich wieder ein... Oh. Silent Hill 2 wurde ursprünglich entwickelt von Konami Computer Entertainment. Okay. Enhanced Edition. Ach. Da haben wir nochmal die gute Angela. Ja, was mit ihr passiert ist, weiß man jetzt ja auch nicht, ne? Sie ist da im Feuer verschwunden einfach und, ja. Nichts weiter. Also, man weiß nicht, was mit ihr geschehen ist. Blöd, aber gut. Das ist scheinbar so vom Spiel gewollt. Hier war jetzt nochmal so ein paar Special Things. Also, ja, da unten steht so wieder Special Things. Spezielle Danksagung, sag ich einfach mal. Und ja, meine Güte.
Tja, viele Fragen sind offen geblieben, aber so ist halt ein Silent Hill, ne? Das Ende ist nie klar. Und lauschen wir nochmal der schöne Musik hier. Meine Güte, die ist ja wirklich, also Hut ab. Eine sehr, sehr schöne Musik, ja. Ja. Konami of America hat's in Nordamerika publiziert, das Spiel. Ja, da werden es nochmal alle Leute aufgelistet, ne? Ganz klar. Wie ein Ending halt so ist. Wie gesagt, ich schau mal gerade, ob Silent Hill 3, ob es das für ein PC gibt. Währenddessen könnt ihr ja der wunderschönen Musik lauschen. Es gibt es tatsächlich für ein PC. Okay, dann wissen wir ja, was danach kommt. Nämlich Silent Hill 3. Genau. Okay. Cool. Ist das auch bei Steam? Müsste ich gucken. Ah, und hier haben wir jetzt ein Spielergebnis. Ja, Action Level normal. Ende verlassen. Ende erreicht 1 von 4. Ende verlassen? Hört sich mir jetzt nicht so gut an, aber... Ja. Müsst ihr mir erklären, wenn ihr wisst, was das, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Ende war. Ich habe keine Ahnung. Ende erreicht 1 von 4, es gibt also 4 Stück. Gesamtzeit 8,5 Stunden. Ja, das kommt hin. Entfernung im Gehen. Ach, Entfernung im Rennen. Ach, guck mal, da haben sie es jetzt aufgelistet. Objekte 201. Feind durch Schießen geschlagen, Feind durch Kampf geschlagen. Hä? Ich habe doch mehr wie 9... egal. Schiffabschnittzeit, das ist auch wichtig, okay. Schiffhöchstgeschwindigkeit, 2 Meter pro Sekunde. Gesamtschaden, 1200 Punkte und ihr Rang ist 4 von 8. Gar nicht mal so schlecht, aber ist ja okay. Abschlussdaten werden gespeichert. Jo. Das überschreiben wir. Spielergebnis. Ja, und somit sind wir am Ende angekommen, tatsächlich. Enhanced Edition. Was passiert jetzt, wenn wir auf weitergehen? Achso, nee, das ist nur Spielergebnis, okay. Achso, nee, das war ja... Ach, ich Idiot, die Enhanced Edition ist einfach nur wegen der Grafik, weil sie die überarbeitet haben, glaube ich. Okay, Freunde. Ja, wir sind am Ende angekommen. Wie gesagt, dann steht jetzt sehr wahrscheinlich Silent Hill 3 an. Nächste Woche. Allerdings dann 2 Tage die Woche. Dienstags und Donnerstags, weil ich habe, wie ihr es vielleicht gesehen habt, wieder mit dem Echtzeitstrategie-Genre angefangen. Und da möchte ich auch momentan wieder so einen leichten Fokus drauf legen. Deswegen Silent Hill 3. Dann ab nächste Woche Dienstag und Donnerstag und Warzone 2100 Montag, Mittwoch und Freitag. Jawohl, Freunde. Aber wie gesagt, ich möchte mich bei allen Zuschauern bedanken, die hier zugeschaut haben. Es war mir eine Freude, dieses Projekt mit euch zu erleben. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Projekt wieder und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Ciao, ciao.